Wir haben immer mehr Hunde da unten. Weil das hier oben zu voll ist. Also zu viele Hunde hier oben. Kann die Zone auch über das Komplette machen. Dann mache ich die Zone einfach nochmal komplett weg. So, mach mal eine komplette Hundezone. Achso. Ja, removen bringt nichts, ne? So. So. Pen Badger. Und dann kommen da jetzt alle Hunde rein. Doch, immer schön aufpassen. Da ist nämlich noch unser. Das ist auch ein Hund. Immer noch mal gucken. Nichts Böses damit einsperren bzw. freilassen in dem Fall. Wiesel. Hund, 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 Hund. Könnten auch einfach wieder mehr Hunde schlachten. Wir haben so viele, ne? Wir müssen ja uns mit dem Essen mal wieder auseinandersetzen. Ne, müssen wir nicht mit uns mit Essen auseinandersetzen. Wenn wir irgendwas haben, ist es, glaube ich, Essen. Wenn ich gucke, Essen, voll. Trinken, ja gut, läuft. Ja, so viel Fleisch auf Lager. Die essen ja nichts mehr. Das hilft ja nicht. Ich werde jetzt diesen. So. Ihr haltet euch eh nicht an das Bo. Dann kann ich den Alarm auch aufheben. Macht doch, was ihr wollt. Wie viele von den Goblins sind denn noch unter. Leben hier noch? Das sind die Hostile, ne? Ach, guck mal. Wir haben nur noch fünf lebende Goblins. Und ansonsten haben wir noch 2, 4, 5, 6. 6 böse Goblins. Also untote Goblins. S, C, M. So, nochmal wieder hier hin. Nochmal wieder schießen. Das Problem ist einfach, dass wir die untoten Goblins nicht mit Bolzen kaputt kriegen werden. Das Glück werden wir nicht haben. So, könnt ihr jetzt wenigstens hier draußen. Wenn ihr drinnen schon nicht hier. Draußen unterbricht euch nichts. Wenigstens draußen die Mauer fertig kriegen. Was sollen denn die Leute denken, die hier zu Besuch kommen? Auch wieder Großrandale unten in der Taverne. Ist ja schön und gut. Den scheint es ja gut zu gehen, den Leuten. Aber irgendwie bin ich trotzdem sehr unzufrieden gerade. Ich muss auch noch die ganzen Schlafzimmer hier unten fertig machen, ne? Weil, ich glaube, jetzt könnt ihr einfach nicht bauen, weil ständig irgendwelche Leute da durchlaufen. Die haben unten auch schon fast alle Steine weggeholt. Was für eine andere Möglichkeit haben wir denn noch? Also zum einen, wie gesagt, ist es unwahrscheinlich, dass wir kriegen die Goblins tot. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Es sind zwar immer noch 5. Ich mache mir Sorgen um die 6, 7. 7? Scheiße, ist schon wieder einer mehr geworden. Um die 7 bösen Goblin-Ghule. Die kriegen wir nicht tot. Also nicht mit unseren Bolzen. Ich hätte auch gedacht, es werden mehr. Wir haben da jetzt ja über 22 tote Goblins eigentlich rumliegen. Ich dachte, die stehen alle auf.
Nicht, dass ich jetzt 22 böse Goblin-Ghule cooler finden würde als 7. Aber es wäre wenigstens konsequent von unseren Turfenbeschwörern. Zu sagen, wenn wir dafür sorgen, dass wir untergehen, dann richtig. Und wir sehen ganz einfach dieses eine Loch in der Mauer. Das hätte ich nie reinschlagen dürfen. Das habe ich letzte Woche einfach gemacht aus... Aufgrund der Situation dachte ich halt, man könnte da jetzt Militär hinschicken und die ganzen Goblins niedermähen. Ich hätte aber auch einfach, wie jetzt auch das Floodgate runter machen können, Brücke hoch. Also ich habe nicht an die Brücken gedacht. Ich hätte die Brücke einfach runterlassen können. Dann hätten sie beim geschlossenen Floodgate ja noch hinten rumlaufen können. Das wäre alles kein Problem gewesen. Stattdessen schlage ich dieses dämliche Loch in die Mauer, das hier jetzt alles durcheinander gebracht hat. Und das auch noch über die nächsten Wochen, Monate, echter Spielzeit, nicht in-game, nur Probleme machen wird. Die Mauer hier wird's nochmal retten. Aber das Glück werden wir nicht haben. Es wird sich keiner dazu berufen fühlen, diese Mauer zu bauen. Einfach weil zu viele Zwerge da auch durchlaufen. Ich verstehe auch nicht, warum Zwerge da durchlaufen, um dann hier unten zu verschwinden. Das ergibt keinen Sinn. Vor allem, die sammeln sich ja hier. Die machen ja nicht mal was. Ja gut, die haben was vor und hauen deswegen ab. Statt dass sie da jetzt lang hier da Treppe gehen und so, nein. Die kommen jetzt wieder, oh nein, ich will die Hunde wegbringen. Nee, ich trau mich nicht. Huch. Haben wir über, ja, oben sind noch Hunde, okay. Ein paar sind noch da. Ich lasse das jetzt mit der Brücke und dem Floodgate, das lasse ich jetzt auch erstmal so. Weil ich weiß nicht, was passiert. Nabend, da Linux-Bua. Schön, dass du dabei bist. Vor allem brauchen wir mehr. Wir brauchen auch wieder mehr Käfige, ne? Könnte man einfach mal. Haben wir nämlich noch keinen Auftrag für, ne? Machen wir mal 10. Ne, für Cage haben wir noch keinen Dauer, ne? Condition. Neue Condition. Bis, wie war es nochmal? Die Frequenz, weil wir testen. Ich komme immer wieder durcheinander. Das war cool, ne? Cool. Solange wir weniger als 10 haben, Bau 10. So. Dann haben wir das nämlich auch. Dann gehen uns die Käfige wenigstens nicht aus. Es trauen sich doch Leute da lang. B, Shift, C, W. Oder baut die Mauer. Ah, nee, warte, wir können doch mal das mit dem X versuchen. Wir haben ja noch ein Floodgate. Bau dort bitte einfach nur das Floodgate hin. Vielleicht klappt das ja. Eins von beiden muss klappen. Entweder die entweder da die Dreiermauer oder das einzelne Floodgate. Beides würde die Zwerge erstmal wieder retten. Needs Furniture Holding. Ja. Wo sind die eigentlich eingelagert? Bestimmt auch wieder oben, ne? Das sind nur die Kisten. Ne, da ist auch ein Flat. Das sind auch die Floodgates. Die Floodgates sind auch hier oben noch. Ach, die traut sich doch wieder keiner abzuholen. Ich gebe diesem Floodgate dann auch keinen Hebel, wenn es soweit ist. Das soll einfach nur zu sein. Und mich in Ruhe lassen. Vielleicht liegt das ja gleich irgendwo. Hatte der eine nicht gerade ein... Ne, es sah gerade so aus, hätte der eine Floodgate in der Hand gehabt. Das wäre voll cool gewesen. Suspended. Da hatte wohl gerade einer ein Floodgate in der Hand. Oder er hat sich nicht gut die Sachen, getraut, die Sachen zu holen. Genau, Needs Furniture Holding.
Der, der das Flattgeld holen sollte, hat sich wahrscheinlich gerade wieder von den Goblins erschreckt. Der stand doch gerade da. Genau da. Es blinkt immer kurz auf. Irgendeine. Warte. Wo ist es? Oder liegt das noch nicht? Der, genau, das Flattgate liegt hier. Sehe ich, warum das hier? The Dwarf suspended the construction of the. Warum? Interwart bei Goblin Spearman. Ja. Die trauen sich einfach nicht. Kann ich. Es muss doch einen Zwerg in dieser Festung geben, der die Eier hat, vor eingesperrten Goblins eine Mauer hochzuziehen. Vielleicht, wenn er von der anderen Seite kommt und guckt. Warum wird die Mauer suspended? Von da aus sehen sie das nicht mal. Aber da laufen halt die Zwerge durch. Das frustet mich. Jetzt wieder suspended, weil... Goblin, ne? Aber das wird immer suspended, weil da Goblins sind. Aber wenn ihr Hunde wegbringen sollt, traut ihr euch da lang, ne? Das wird ja auch schon reichen. Da sind noch zwei Claystones. Ich glaube, vorher kriegen wir die Tür auch nicht verriegelt. Oh. Kann ich das nicht einfach... Ne, wenn ich's verbiete, hilft es ja auch nicht, ne? Dann können wir die Tür trotzdem nicht abschließen, weil es liegt ja trotzdem im Weg, ob die Steine verboten sind oder nicht. Also, verbieten können wir sie nicht. Es bleibt nur das Dumpen. Dass es weg ist. Kann ich das nicht irgendwie... Ne, wegschmeißen kann ich es nicht, ne? Remove the... ja gut, die Goblins sind fast tot. Das Problem ist, dass manche auch untot sind. Weil die Herren Zwergenkollegen fanden es total cool, wenn nicht alle Ghule freundlich sind. Und jetzt haben wir eine Menge böser Ghule damit eingesperrt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also all die Hostile, ne? Also alle bösen Goblin-Ghule, was jetzt aktuell 7 Stück sind, sind da halt auch drinne. Um die fünf normalen Goblins mache ich mir keine Sorgen. Da stelle ich mein Militär hin, das macht die für platt und gut ist. Ich mache mir halt Sorgen um... Ich weiß halt nicht, ob das Militär gut genug ist, um jetzt gegen 7 Ghule zu bestehen. Also manche Ghule sind gut, die tun uns nichts. Die anderen Ghule sind böse. Also ich könnte auch einfach mutig sein und sagen, wir schicken das Militär dahin. Und hoffen das Beste. Ich hatte bisher immer Probleme mit Untotenbekämpfung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass 7 leider noch bewaffnete Ghule meinen... wie viele habe ich jetzt? 6 plus 8, 14. Meinen 14, also... Die sind zwar 1:2 unterlegen, aber irgendwie glaube ich, sind meine Soldaten zu schlecht. Ach guck mal, das liegt jetzt schon da drauf, das Flatgate. Los komm, es muss auch nur noch einmal kurz daran geprügelt werden. Es liegt doch schon da.
Danach sind mir die egal. Das Problem ist, es traut sich ja keiner dahin. Ich müsste jetzt ja... Also, hier ist der Eingang. Ne, ist ein Floodgate. Ich könnte das ja hochmachen. Dann kommen die rausgestürmt. Und ich könnte hier ja Fallen setzen. Aber die trauen sich ja nicht mal, hier ein Floodgate zu setzen. Dann trauen die sich auch nicht daran vorbeizugehen, um hier Fallen zu setzen. Namt Aventurien und dir auch frohe Pfingsten. Ich könnte es natürlich auch mit dem Pfeil nochmal versuchen. Vielleicht sind die da ja ein bisschen... Nein, nicht L. Shift T. Könnte mal eine Cage... Vielleicht trauen sich, wenn ich jetzt mal hier so eine Cage-Trap setze. Machen wir gleich mal zwei. So, wir versuchen mal zwei Cage-Traps hier. Vielleicht, weil sie dann nur kurz vorbei huschen müssen. Ja, ich, können wir auch versuchen. Die trauen sich ja ab und zu da lang. Es trauen sich ja mehr als genug Zwerge da lang. Außer sie müssen das Floodgate bauen. Das traut sich keiner. Vor allem, die werden alle so psychisch gerade fertig gemacht. Die kriegen ja immer eine Panikattacke, wenn sie an diesen Goblins vorbeilaufen. Die werden nachher einfach alle, da läuft einer mit Mechanismen und der hat sich, einer hat sich getraut, der andere hat sie fallen lassen. Und da liegen die Mechanics. Das heißt, die andere ist jetzt auch suspended, ne? Genau. Da hat sich einer nicht getraut.